Ja, liebe Ministerin von der Leyen, wie Sie sehen, nehmen wir in Herten den Kinderschutz wirklich ernst. Es folgt ein Querschnitt durch das politische Jahr 2007. Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit Matthias Müller. Schockzustand versetzt. Das war einmal die zunehmende Zerstörungskriminalität an Herthener Schulen, zweitens der drohende Giftmülltourismus aus Australien und drittens der Umzug von Frau Stuckelotz nach Gladbeck. Aber als ich dann gehört habe, dass unsere rot gefärbte grüne Politdiva jetzt wegzieht, da habe ich gedacht, oh nee, du auch das noch, ne? Sie ist der Bergbau. Und dann die, ne? Mein Gott. Ja, gut. Aber ansonsten muss man ja sagen, hat sich ja doch in Herten-Mitte zum Beispiel eine Menge getan in der Innenstadt. Alles neu gepflastert. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch an den Bauzaun erinnern. Ja. Hör mal, als ich den Anfang März das erste Mal gesehen habe, da habe ich gedacht, die Bundesregierung hat den G8-Gipfel von Halle und damit unglaublich! Da haben sich ja Dramen abgespielt. Das muss an Samstag gewesen sein. Ich war beim DM-Markt, komm da raus, da steht da so ein kleines Mädchen, nur mal, lass die mal 4 Jahre alt gewesen sein, und streckt ihre dünnen, nackten Ärmchen durch den Bauzaun und ruft, Oma, hol mich hier raus! Hör mal, die Großmutter auf der anderen Seite im Eingangsbereich vom Glashaus steht da hinter den Stäben. Kim Chantal, warte, die Oma tut dich gleich retten. Hör mal, Szenen wie beim Berliner Mauerbau. Da fehlte nur noch der Einsatz von Wasserwerfern. Mensch, wenn man das wäre noch gewesen, ne? Kommst bei der Emma raus und bist von so einer Wasserkanone mit 150 Atüs wieder zurück in den Laden geschossen. Bis hinten in die Seifenabteilung. Kannst du direkt Shampoo kaufen. Hör mal, das war eine Atmosphäre in der Innenstadt, du, wie einkaufen auf Guantanamo. Unglaublich, ne? Gut, jetzt muss man ja sagen, hat sich ja die Innenstadt im vergangenen Jahr in so eine Art Backoffice entwickelt. Wo du hinguckst, ein Backladen neben dem anderen. Ja, man hat den Eindruck, die evangelische Kirche hat ihre Aktion Brot für die Welt. Ich weiß nicht, ob Ihnen das schon aufgefallen ist. Das richtig Gefährliche daran sind ja im Moment die zwischen den Backbuden hin und her vagabondierenden Frührentner. Ja. Die treffen sich schon morgens um 6:30 bei Gartenbrücker zum Cappuccino Flatrate aus. Die da rauskommen, so nach 4-5 Stunden, die stehen ja
ja voll unter Blut hoch. Die müssen die mal angucken. Nein, wir brandgefährlich. Wie die aussehen, ne? So Anfang 60 aufwärts, braun gebrannt, solche Oberarme und ohne Arbeit. Ich sage Ihnen, also ich gehe nur noch in die Innenstadt, wenn unbedingt sein muss. Ne? Ich habe jetzt gehört, es gibt auch schon so die ersten Bandenbildungen, jetzt so Seniorengangs. Ja. Einer hat sich jetzt gegründet, wie nennt ihr sich noch? Backstreet Boys. Das ist eine Seniorenvariante der Herten South Killers. Die haben sich ja jetzt aufgelöst, habe ich gelesen. Jetzt geht das mit kriminellen Hochbetagten in der Innenstadt weiter. Unglaublich. Gut, was aber jetzt gut war, finde ich wieder, das war die Geschäftserweiterung von Schrot und Korn hinter der Familienbildungsstätte. Was? Schrot und Korn. Nein, das ist kein Waffengeschäft. Wo kommst du denn her? Bester Holz. Ansonsten muss man ja sagen, hatten wir ja 2007 das Jahr der großen Persönlichkeiten, ne? Als erster Willi Westen. Ne? Ich weiß nicht, ob Sie sich noch erinnern, vor einem Jahr haben wir ja hier auf Willi Westen eine richtig gute Hymne gesungen und eine Woche später, am 7. Februar, wird Willi Westen vom Stadtrat einstimmig zum Ehrenbürger der Stadt Herten gewählt. Da können Sie mal sehen, wie schnell unsere Politiker Anregungen aus dem Kabarett... war das im Glashaus, in seiner Dankesrede, sagt Willi am Schluss: Liebe Freunde, ich war gerne bei euch und werde auch in Zukunft bei euch sein. Ich denke doch, Mensch, das Zitat hast du doch schon mal irgendwo gehört. Und tatsächlich, meine Damen und Herren, dieser Ausspruch stammt fast eins zu eins aus den Abschiedsreden Jesu. Neues Testament, Matthäus Kapitel 28, und da war mir klar, Willi Westen plant die Wiederkunft nach dem Tod. Also ich muss sagen, wenn ich die Auferstehung nach Jesus einem zweiten zutraue, dann ist das Willi Westen. Der Mann, der war schon so oft weg vom Fenster, der ist schon so oft wiedergekommen, das kriegt er hin. Ja, also ich sehe schon, 3 Tage nach seiner Beerdigung steht er auf einmal im SPD-Fraktionsbüro im Rathaus. Genossen, der Friede sei mit euch. Was normalerweise nicht sein kann, weil das Fraktionsbüro immer zu ist. Gut, und da habe ich gedacht, hör mal, das wäre der Knaller. Wir sollten jetzt schon darauf hinarbeiten, dass Willi Westen, wenn er mal gestorben ist, unmittelbar heilig gesprochen wird. Ja, stellen Sie sich das mal vor. Willi Westen, der erste evangelische Sozialdemokrat, der von der katholischen Kirche heilig gesprochen wird. Warte mal, haben Sie eine Ahnung, was das für Härten bedeuten würde?